Hallo, hier sind Thor Alexander und Mario und wir machen heute einen Quartalsrückblick mit Unterstützung von CoinGecko. Aber zuvor haben wir noch eine andere Seite, die wir euch zeigen wollen, und zwar aggregator.trade, also aggr.trade geschrieben. Und ich übergebe jetzt mal das Wort an Mario. Erzähl mal ein bisschen, was wir da sehen, Mario. Ja, genau, Thor. Hallo, hallo an alle. aggr.trade. Das ist eine schöne kleine Seite, die zeigt uns erstmal natürlich ganz, ganz normal, ganz einfach den aktuellen Bitcoin-Preis mit den aktuellen Handelsvolumen, die wir gerade angezeigt bekommen. Aber witzigerweise auf der rechten Seite zeigt die uns gleichzeitig Käufe und Verkäufe über 100.000 Dollar getätigt auf den größten Börsen, auf den größten zentralen Börsen, muss man sagen, im gesamten Ökosystem. Hier sehen wir gerade, also Bitcoin wird stark verkauft, vor allen Dingen jetzt hier gerade, das ist das Zeichen für Binance, jetzt wieder gekauft. Und das ist vor allen Dingen in Zeiten, wo der Bitcoin-Preis starke Level nach unten oder oben durchbricht, ein wahres Feuerwerk, was hier stattfindet mit Käufen und Verkäufen. Jetzt wird gerade wieder stark gekauft, seht ihr. Man kriegt allerdings auch angezeigt, wenn irgendwelche Shorts oder Longs liquidiert werden. Oh, hier. Und hier sehen wir auch, Käufe und Verkäufe über 1 Million Dollar kriegen nochmal so ein schönes kleines Bildchen im Hintergrund. Da leuchtet es und blinkt es. Also ein schönes Werkzeug, was man, wenn man sich für den Preis von Bitcoin groß interessiert oder vielleicht den auch am Tag traden will, dass man sich nebenbei anlassen kann wie so ein kleines Feuerwerk zur Beruhigung oder auch zur Beunruhigung, je nachdem, in welche Richtung der Preis geht. Genau, das war nur die kleine Seite, die ich mitgebracht habe für heute, bevor wir jetzt in den Quartalsrückblick vom ersten Quartal 2021 springen, was ich jetzt mal machen würde, Thor. Genau, mach das mal. Wir verlinken sowohl den Quartalsbericht, wir gehen da nicht alle Folien durch, und wir verlinken auch diese aggr.trade geschrieben, Homepage. Und normalerweise ist ja mal so, dass die beiden Gründer von CoinGecko am Anfang immer ein Statement von sich geben. Was haben Sie denn diesmal geschrieben? Genau, also den Jahresrückblick, den Quartalsrückblick, den benutzen wir, weil wir hatten in unseren Tutorials, die wir auf unserer defi.jetzt Homepage auch finden, unter Tutorials und Info-Homepages, da hatten wir im Tutorial 4a ja schon über CoinGecko gesprochen und auch auf diesen Bericht eingegangen. Und deswegen machen wir das, wollen wir das jetzt mal benutzen. Und die Gründer, die beiden hier, der Bobby Ong und der TM Lee, die sagen in ihrem Statement am Anfang hier, die NFTs sind sozusagen die Einstiegsdroge zum Krypto-Hype geworden. Und das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Ist jetzt natürlich ein Statement, aber NFTs, es gibt sogar Saturday Night Live hat letztens ein Stück über NFTs gemacht. Ich habe das Gefühl, NFTs sind in aller Munde und ich würde den beiden auch zustimmen. Die meisten Leute jetzt kriegen mit, dass es in Krypto was passiert, wegen des Hypes um die NFTs. Könnt ihr ja mal gerne... Soweit ich den Bericht habe, kommt das aber erst am Ende. Genau, das kommt also erst am Ende. Lassen wir noch mal kurz den Spannungsbogen aufrechterhalten. Genau. Ich glaube, am Anfang geht es dann meistens so über Bitcoin, oder? Genau. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr irgendwas, wir haben ja wie gesagt auch einen Telegram-Channel, kommt gerne zu uns in den Telegram-Channel und in den Chat. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen auch zu den Tutorials, schreibt die gerne rein und wir versuchen die euch dann auch zu beantworten gerne. Also den Link zu dem Telegram-Channel, den gibt es dann auch nochmal auf der defi.jetzt-Seite. Aber genau, es geht vor allen Dingen ja eigentlich um Bitcoin. Und jetzt aber erstmal um den gesamten Markt. Wir sehen also hier eine Kurve der gesamten Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes. Und hier, also sprich, die Top 30 Coins im ersten Quartal 2021 sind angestiegen um insgesamt 146% auf zum Ende des ersten Quartals dann insgesamt 1,92 Billionen Dollar. Das ist eine ganze Menge, Thor. Mhm. Also es ist natürlich jetzt... Die haben sich für zweieinhalbfacht. Ne? Für zweieinhalbfacht, ja. Das ist eine... Also Januar auch. Sehe ich gerade, war es bei 0,19 T. Also was...
Nee, 0,78 sind das. Nee, hier, das ist der April 2020. Bin ich noch. Genau. Ach, hier, da. Ach, hier, und sogar so weit hinten. Um Himmels Willen, ja, genau, stimmt, so weit gucke ich gar nicht zurück. Dann sieht man, dass im Jahr 2020 da ein bisschen was passiert ist, nicht so viel. Und erst jetzt in 2021 ging es halt nach oben. Ja. Ziemlich los. Mit ein paar Rücksetzern. Ja, genau. Angefeuert natürlich. Man sieht aber auch, ja, dass das Handelsvolumen gestiegen ist. Also wir haben jetzt in diesem Jahr ein wesentlich höheres Handelsvolumen als noch vor einem Jahr. Ja. Obwohl es Anfang letzten Jahres auch gut war, aber ungefähr nur halb so hoch oder teilweise so in manchen Monaten auch nur ein Drittel. Ja, gut, machen wir mal weiter, oder? Genau, genau. Gehen wir auf die nächste Seite, die Seite 6. Hier sehen wir nochmal ganz kurz die Preisanstiege der Top 5 Kryptowährungen, angeführt natürlich von Binance Token. Was ich jetzt erklären würde mit dem Hype um die Binance Smart Chain. Bei Binance, muss ich korrigieren, ist kein Token, ist ein Coin, ist eine Münze. Ist ein Coin. Okay, genau. Okay. Es war früher mal ein Token, bis sie ihre eigene Blockchain emittiert haben und seitdem ist es eine Münze geworden. Also sprich die native Währung der Binance Smart Chain. Und genau, weil man die jetzt halt braucht auf der Binance Smart Chain, um Transaktionen durchzuführen, steigt dann natürlich der Preis. Sehr, sehr stark. 710% insgesamt. Als nächstes kommt dann hier Cardano mit insgesamt 555%, was auch wieder in meinen Augen zu erklären ist, weil die ja im ersten Quartal die Bewegung in Richtung Smart Contracts und DeFi gemacht haben, was sich dann natürlich auch im Preis niedergeschlagen hat. Polkadot immerhin auch noch 294%. Auch hier Polkadot ein Ethereum-Killer, also sozusagen ein Gegenspieler von Ethereum. Die wollen das, was Ethereum macht, auch machen, nur besser. In dem Sinne auch hier einen Preisanstieg zu verzeichnen. Und der Bitcoin leider nur mit 100% Anstieg. Aber wenn man, das sind Werte, das darf man normalen Aktienhändlern gar nicht erzählen, da wären die ja neidisch. Das sind jetzt immerhin 4 Monate, ne? Oder fast 4 Monate, 3,5, ja. Ja, also von Januar bis Mitte April, so wie ich das jetzt hier sehe, ja. Ja, genau. Also trotzdem, also nicht von der Hand zu weisen. Okay. No. Genau. Weil die Sache ist natürlich, der Christoph Jentsch hatte ja in unserem Podcast gesagt, fand ich sehr bemerkenswert, Bitcoin braucht die Blockchain und bei Ethereum ist es so, dass die Blockchain Ether braucht. Mhm. Und da Binance eine Kopie ist von, also die Binance Smart Chain eine Kopie von Ethereum, braucht man dort natürlich auch das Gas, den Schmiermittel, den BNB, die BNB-Münze. So, und dann macht natürlich unter dem Hintergrund macht natürlich der Preisanstieg da durchaus Sinn. Ja, die wird jetzt gleichzeitig auch noch genutzt, um Transaktionsgebühren auf der zentralen Börse von Binance auch noch, glaube ich, günstiger zu bekommen. Da kriegt man dann Rabatte bei Transaktionsgebühren, wenn man Sachen kauft. Und oder so. Aber und ein Teil von denen wollten die halt burnen, also sprich verbrennen. Ja. Na gut. Machen sie auch regelmäßig, ne? Ja, machen sie regelmäßig, wird rapportiert, ja. No. Okay, kommen wir zur nächsten Seite, die wir uns rausgesucht haben aus dem Report. Also wie gesagt, ich empfehle diesen Bericht, kann man jedem uneingeschränkt sehr gut empfehlen, sich mal durchzublättern in einer freien Minute. Der ist generell auf jeden der 56 Seiten mit guten Informationen gespickt. Wir gehen jetzt aber hier... Und vor allem gut grafisch dargestellt. Ja, genau. Also bei mir hatten sie beim Studium ja auch immer gesagt, der Ingenieur liest in Diagrammen und hier habe ich halt so eine Diagramme. Ja, genau. Kommen wir schon zur nächsten interessanten Seite über die Stablecoins. Auch über die hat man schon mal gesprochen. Vielleicht erklärst du kurz, was ein Stablecoin ist. Ja, das mache ich bestimmt wieder falsch. Da musst du mich bestimmt wieder unterbrechen, Thor. Aber ein Stablecoin ist eine Münze auf einer Blockchain. Zum Beispiel in dem Sinne wird man jetzt einfach mal sagen, auf der Ethereum-Blockchain, die einen bestimmten Wert, meistens hier einen Dollar darstellt. Und das wird auf unterschiedliche Art und Weisen von diesen verschiedenen Stablecoins vollzogen. So haben wir zum Beispiel Tether, die haben Warte. Schon wieder nicht ganz richtig, Mario. Okay. Sind keine Münzen, sondern sind Token.
Ich hau das immer wieder durcheinander, Tor. Ja, eine Münze ist die native Währung einer Blockchain und die Entwickler bestimmen quasi auch über die Geldmengenerweiterung und ähnliches. Und ein Token, da bestimmt eine zentrale Entität, was mit dem passiert und ob der noch akzeptiert wird. Ja, also sprich, Stablecoins sind Token, genau, stimmt. Sind so eigentlich IOU-Token, weil in meinen Augen sind die noch unsicherer als Zentralbankgeld. Was bei Tether sich ja vor allen Dingen noch darin niederschlägt, dass die im Hintergrund ja angeblich einen Tresor mit insgesamt nun 40 Milliarden Dollar angeblich irgendwo haben. Also sprich, hat man einen IOU-Token auf eine IOU-Währung, würdest du doch jetzt sagen, Thor, oder? Ja. Ja, die hatten ja auch selber mal gesagt, der Täter ist entweder mit 1 US-Dollar oder mit Assets im Wert von 1 US-Dollar gedeckt. Ja, das heißt, wenn jetzt der Täter gegen Bitcoin verkauft wird, dann kriegen die den Bitcoin, der steigt im Wert und somit ist der 1-Dollar-Täter jetzt mit 1,10 Dollar in Bitcoin gedeckt. Also passt. Naja, aber interessant ist, muss ich mal sagen, hier die Vielzahl der IOU-Token und vor allen Dingen, wie die Marktkapitalisierung ist. Die sind ja alle, die fünf, die wir hier sehen, ja. US Tether, USDC, BUSD, also von Binance, dann der DAI, das ist ja ein rein arithmetischer IOU-Token und dann UST, die haben alle weit über 1 Milliarde Marktkapitalisierung. Ja. Was wir auch hier sehen, ja, 32 Milliarden insgesamt, 32,6 Milliarden Dollar insgesamt Anstieg im ersten Quartal von den Stablecoins. Sprich, es wurde, der Bedarf daran ist da und die Leute nutzen das halt, um dann diese Stablecoins entweder in Bitcoin zu tauschen oder um Bitcoin zu verkaufen und erstmal in Stablecoins zu parken, wenn der Preis sich irgendwie zu stark in ihrem Sinne bewegt. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Um starke Preisbewegungen beim Bitcoin abzuwarten, verkauft man das erstmal gegen so einen Stablecoin und muss es dann halt nicht gegen Euro oder so auf einer zentralen Börse tauschen, sondern man kann auch dezentral bleiben, dank dieser Stablecoins. Ich denke mal, auch ein großer Bedarf ist entstanden durch die Liquiditätspools bei den dezentralen Börsen, da jetzt viele Liquiditätspools auf der einen Seite ein Stablecoin haben und auf der anderen Seite eine Kryptowährung oder ein Token mit einer ansprechenden Marktkapitalisierung. Ja. Ja, genau. Also sprich auch hier, es geht, die Nummern gehen nur nach oben. Mal schauen, wie lange noch. Ich glaube, die Nummern sind Zahlen. Die Zahlen, genau, die Zahlen. Wir kommen zur nächsten Seite aber schon. Genug über Stablecoins geredet. Wir gucken uns jetzt auf der Seite 14 an. Auch das hat man gezeigt im Tutorial. Firmen, die Bitcoin in ihrer Bilanz haben und halten, angeführt hier. Also erstmal ein bisschen erschreckend. Insgesamt kontrollieren diese Firmen, die Bitcoin halten, fast 1% des gesamten Bitcoin-Supplies. Der emittierten Bitcoins. Der emittierten Bitcoins, genau. Mhm. Angeführt von MicroStrategy. Dann kommt auf den zweiten Platz Tesla. Tesla hat, wenn ich mich recht entsinne, im Laufe der letzten Woche hat der Elon getweetet bei Twitter, hat Tesla 10% seiner Bitcoin verkauft und hat fast 100 Millionen Euro Dollar Gewinn gemacht damit. Also diese Zahl ist also auch schon wieder alt. Da müsste man sich mal die neue Zahl raussuchen. Aber die findet man, wenn man sich unser Tutorial anguckt, bei CoinGecko in einem der Reiter. Na, vielleicht sagst du nochmal die Zahl für die Zuhörer. Ah, ja, genau. Wir haben, genau, stimmt. MicroStrategy führt die Liste an mit 91.579 Bitcoin. Und Tesla kommt dann auf den zweiten Platz, abgeschlagen mit 48.000 Bitcoin. Minus 10%, also minus 4.800 Bitcoin ungefähr. Also würde ich jetzt sagen, das ist mir mit Kopfrechnen ist immer so ein Ding. 42.000, so machen wir das. 43.000, also weniger als die Hälfte von MicroStrategy. Genau. Aber immer noch weit mehr als der Drittplatzierte. Genau, die haben nur Galaxy Digital Holdings, habe ich noch nie gehört, 16.402 Bitcoin auf dem dritten Platz. Genau, also die Liste wird
wahrscheinlich voller werden im nächsten Quartal, würde ich sagen, wenn mehr Firmen noch die Bitcoin kaufen. Ja gut, hier werden ja nur die Top 10 dargestellt. Ja, das stimmt. Aber die generell, also ich meine jetzt natürlich die generelle Liste. Die Top 10, mal gucken, was sich, wie viel sich da noch bewegt beim Steil, wenn der Bitcoin-Preis wirklich weiter steigt. Ich bleibe gespannt, sagen wir es so, was das angeht. Und würde einfach sagen, wir gucken schon mal auf die nächste Seite. Da sehen wir mal die Marktkapitalisierung von Bitcoin im Vergleich zu anderen Marktkapitalisierungen, zum Beispiel von Gold oder von Apple oder von Facebook. Da sehen wir also, Bitcoin mit seiner Marktkapitalisierung von 1,1 Billionen Dollar hat ungefähr 10% der Marktkapitalisierung von Gold schon erreicht. Da kann jetzt jeder damit machen, mit der Nummer, was er mag. Es gibt ja manche, die sagen, Bitcoin ist digitales Gold. Das heißt also, wenn das wirklich so ist, ist da noch Luft nach oben. Ja. Facebook hier zum Beispiel mit 0,85, also sprich, Bitcoin ist schon, hat schon 130% der Marktkapitalisierung von Facebook erreicht. Also Bitcoin ist jetzt mehr wert als Facebook. Google auf vorletzten Platz mit 77%, also 3/4 der Marktkapitalisierung von Google entspricht der von Bitcoin. Genau. Genau. Ja, also wir sind noch eine Verzehnfachung entfernt, um Gold zu stürzen, sozusagen. Ja, aber das kann schnell passieren. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, mal gucken. Ich werde hier sein, wenn es soweit ist. Dann Gucken wir mal machen auf, wir weiter. gucken wir mal auf Seite 18. Noch ganz kurz, es geht hier, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, um das Total Value Locked, also sozusagen um die Gesamtmenge an in DeFi gebundenen Dollar. Sehen wir, es steigt immer weiter vom 1. Januar 2021, 23 Milliarden Dollar insgesamt gebunden in dem DeFi-Ökosystem, zu jetzt schon 72,2 Milliarden Dollar. Aber ein schönerer Vergleich, finde ich noch, ist der Vergleich zwischen der Ethereum-Blockchain und der Binance Smart Chain, wo jetzt im Januar fing mal an, 97% des gesamten Wertes, also dieser 23 Milliarden, waren gebunden in Ethereum und nur 3% auf der Binance Smart Chain. Und das hat sich dann Stück für Stück, vom Februar blieb die Werte so, aber im März dann schon waren es nur noch 83% gebundener Wert in Ethereum und 17% hat sich dann schon Binance Smart Chain abgekappt. Und jetzt, Ende April, waren wir dann schon bei 73% auf Ethereum und 27% bei Binance. Also die Binance Smart Chain ist am Rennen, was das angeht, was das Binden von Werten auf ihrer Chain angeht. Wobei ich aber, darf man ja nicht vergessen, dass in der Zwischenzeit von Januar bis Mitte April die Binance-Münze und Ether ziemlich drastisch an Wert gewonnen haben, ne? Also, aber diese Verhältnisverschiebung ist schon interessant. Also Ja, von ja. 3 auf fast ein Drittel, 3%, also bis 27 ist schon eine Hausnummer, ja. Was ist das vor allen Dingen? Mich macht das ein bisschen traurig, muss ich sagen. Da gehe ich wie in dem letzten Talk mit dem Johannes mit. Der CZ, also der Chef von Binance, der macht da eine Wette. Wie wichtig ist den Leuten wirklich echte Dezentralisierung? Und wie man hier sieht, anscheinend gar nicht so wichtig, weil den Leuten geht es nur darum, da kommen wir auch nochmal auf einer nächsten Folie darum. Denen geht es nur darum, schön viele Gewinne abzusahnen und günstig zu Transaktionen durchzuführen. Was im Hintergrund dann steht, ob das wirklich zentral oder dezentral ist, scheint den Großteil, vor allen Dingen der neueren Nutzer, überhaupt nicht zu interessieren. Und das schlägt sich dann auch in diesen Zahlen nieder. Geld korrumpiert. So ist es, genau. Guck mal nochmal auf die nächste, auf die 19. Da haben wir das nämlich gleich nochmal, was ich sagte. Da sehen wir nochmal die Transaktionsgebühren, Vergleich von Transaktionsgebühren in der Ethereum-Blockchain und in der Binance Smart Chain. Natürlich alles mit Stand von vor 3 Wochen, denn die Transaktionsgebühren von Ethereum sind gerade wieder stark am Sinken, habe ich heute früh gesehen. Hier vergleichen Sie mal, was kostet es denn, eine dezentrale Börse zu benutzen auf der Ethereum-Blockchain? Da hat es hier gekostet, also hier 8. April 2021 steht hier unten, wurden die Daten erhoben.
Da habt ihr hat das Swappen eines Tokens auf der Ethereum-Blockchain mit einer dezentralen Börse ungefähr $57 gekostet und auf der Binance Smart Chain der gleiche Vorgang nur $9,71. Ja, aber in meinen Augen ist das halt, liegt das daran, dass man die beiden Systeme in meinen Augen nicht wirklich vergleichen kann, denn Ethereum ist Ethereum und die Binance Smart Chain ist halt einfach nur eine zentrale Kopie von Ethereum. Mir ist es lieber, wenn das Ganze dezentral und ordentlich sicher funktioniert und nicht da jemand wie der CZ seine Hand drüber hält und einfach entscheiden kann. Und das eigentlich im Was in meinen Augen eigentlich eine zentrale Blockchain ist. Gut, machen wir weiter. Genau. Gehen wir weiter zur Seite 21. Aber im Wesentlichen stimme ich dir zu. Das ist, da bin ich froh. Ja, dann kannst du heute Nacht gut schlafen, ja. So ist es. Wir gucken jetzt hier nochmal ganz Kugeln. Genau, schöne Kugeln. Hier sehen wir das DeFi-Ökosystem. Insgesamt hat man ja schon gesagt, $71,3 Milliarden im DeFi-Ökosystem. Und hier sehen wir, wohin denn diese ganzen Dollar schwimmen. Wir haben hier den größten Teil der dezentralen Börsen mit $35,7 Milliarden. Wir haben hier, haben wir auch schon mal gesprochen drüber, über Lending. Das ist also hier Borgen und Verborgen von Geld. Es stecken immerhin noch 10,68 Milliarden. Also wie gesagt, in den Protokollen. Ne? 10,68 Milliarden drin. Wir haben hier, wichtig hier vom Talk mit Johannes, Fixed Interest sind insgesamt noch eine Viertelmilliarde. Also sprich sowas wie Barnbridge, im Barnbridge-Protokoll das sind die Token, genau. Also sprich, nee, das sind die Token, sind nicht die genau. Protokolle. Sind nicht die Protokolle, da steckt wahrscheinlich, ich sehe das ein bisschen anders aus, denke ich. Es sind also Token von dezentralen Börsen, haben wir 35 Milliarden, solche Lending-Tokens haben wir 10 Milliarden und solche Barnbridge-Token, also die Bond-Tokens und andere machen immerhin noch ein Viertelmilliarde aus. Und so verteilt sich das über das gesamte Ökosystem. Auch hier wäre interessant in 3 Monaten, wie sich das Ganze entwickelt hat. Schauen wir mal. Ja. Weiter geht's zur Seite 22. Wir gucken uns ganz kurz die Ethereum-Killer an. Denn wenn jemand erfolgreich ist, will das natürlich jeder kopieren. Angeführt hier von der Binance Smart Chain. Es gibt noch Phantom, Polkadot und Solana. Und hier sehen wir eine kleine Übersicht. Hier unsere Freunde von Oneinch. Sehen wir eine kleine Übersicht, welche Protokolle in der Ethereum-Blockchain denn schon die Sprünge gemacht haben in die anderen Ethereum-Killer. Hier sehen wir zum Beispiel SushiSwap. Ganz vorne dabei ist schon vertreten auf Binance Smart Chain, Phantom und Polkadot. Mal gucken auch hier, wie es in 3 Monaten aussieht. Wo ich zufrieden und froh bin, ist, dass die nicht komplett umziehen. Ne? Also, dass jetzt Oneinch nicht sagt, wir gehen jetzt nur noch zu Binance Smart Chain, sondern die sagen, wir fahren halt dann lieber zweigleisig um unseren Kunden, weil wir sehen, der Markt möchte auch anscheinend zentralere Blockchains benutzen. Also ziehen wir auch mit zu diesen um und bieten unseren Kunden, die nicht die hohen Transaktionsgebühren auf Ethereum sich antun möchten, bieten wir das einfach günstiger an. Ja. Ja, wobei ich, wie gesagt, wie du schon sagtest, viele lassen sich halt kaufen durch günstigere Gebühren und ja. Und wenn man aber bei beiden Sachen die Wahl hat und die machen halt irgendwelchen Blödsinn, dann sind die relativ schnell und fix wieder bei Ethereum. Ja, ja. Und man kann das auch als Sidechain betrachten. Also ja. So als Skalierung für Ethereum. Ja, bis die endlich ihre Skalierungsprobleme in Griff bekommen haben. Ja, könnte man auch. Oder die anderen Skalierungsprobleme bekommen haben. Genau. Genau, weil zu viel Verkehr hat. Aber wir können ja mal wir haben ja in den nächsten Tagen wieder ein Podcast oder ein Interview, ein Tutorial mit dem Sergej von Oneinch. Und da können wir ihn ja mal fragen, was er von den anderen hält, von Phantom, Polkadot und Solana und ja. Ob die halt auch planen, dort Portierung hinzumachen. Das ist eine gute Idee. Das werde ich mir gleich mal auch mit aufschreiben, wenn wir dann wieder mit dem Sergej reden. Genau, also die Leute ziehen langsam um. Mal gucken, wie das hier alles noch genutzt wird, wenn Ethereum die Skalierungsprobleme in den Griff bekommt. Ja, wir gucken kurz nochmal weiter zur Seite 25. Hier geht es nochmal um Stablecoins und sogenannte algorithmische Stablecoins. Das ist ein sehr, sehr, sehr neues Feld. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, wie stellen diese Coins ihren 1-Dollar-Wert fest. Da haben wir hier
Tether, wir haben USDC, Binance USD jeweils angeblich voll im Hintergrund mit Fiat-Währungen gesichert. Wir haben hier den DAI, der ja kollateralisiert ist mit Ethereum. Und dann haben wir noch algorithmische Stablecoins. Aber Thor, du hattest gesagt, du wolltest dazu gerne noch was sagen, bitte. Ja, also bei mir ist DAI ein algorithmischer Stablecoin, weil er die Deckung über einen Algorithmus herkriegt. Und eigentlich sage ich dazu auch mal IOU-Token, weil die ja eigentlich nur ein Versprechen sind. Und diese sogenannten Algo-Stablecoins dort, das sind Möchtegern-Token. Ja. Die möchten gern einen Dollar konstant an Wert haben. Und wenn wir jetzt auf die nächste Seite blättern, du hast es schon gemacht, dann sehen wir hier Haufen Zickzack-Linien und wir sehen einige, die sich um einen Dollar schlängeln und kringeln und so weiter. Und dann haben wir hier ein paar andere. Das ist das Rosane. Was ist das? AMPL. Ampleforth. Ja, der ging mal von $1 auf $1.60 und aktuell ist er halt bei ein bisschen über 80 Dollar Cent oder 85. Ja. Das heißt, das Ding als stabil zu bezeichnen, ist halt auch sehr mutig. Und wenn man sich unten noch die anderen anguckt, den gelben BAC und ESD und DSD, die da irgendwo zwischen 10 und 20 rumdümpeln, ja, und der BAC bei um die 40, also da muss ich ja sagen, das ist jenseits von stabil. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Steam-Dollar, was ja auch so eine Art möchte gern IOU-Token war und dann aber auch ziemlich in den Keller gegangen ist. Und apropos Steam, wir werden dann auch im nächsten Monat ein Interview haben, wo wir halt mal näher auf Steemit und auf Hive eingehen werden. Und dann können wir das auch ja mal ein bisschen ansprechen. Naja, okay. Also die experimentieren alle rum und die schaffen es nicht so ganz. Das kriege ich auch so immer mit. Vorsicht mit solchen algorithmischen Stablecoins, kann ich nur sagen. Das sind keine algorithmischen, das sind halt... Oder sind die mit diesen Möchtegern-Stablecoins. Ja, also ich muss mir noch mal ein Wort überlegen, aber algorithmischer Stablecoin oder IOU-Token ist er, wenn der einen Dollar schafft zu halten. Ja, und die schaffen es halt seit Beginn nicht. Wie werden diese Schwankungen ausgeglichen? Das kann ich manuell machen über einen Algorithmus oder ich mache es halt über einen Rhythmus, Algorithmus. Und wenn ich das über einen Algorithmus mache, ist das ein algorithmischer IOU-Token. Und wenn ich es halt manuell mache, ist es halt ein ganz normaler IOU-Token. Und das hier sind irgendwelche Möchtegern-Dinger. Ja, ja. Also immer Obacht mit den Teilen. Und wenn einem jemand, ich krieg, habe das mitgekriegt, da gab es letztens so einen Möchtegern IOU Stablecoin Fi hieß der. Da sind auch sehr viele Leute sehr stark verbrannt worden mit dem. Da ist viel Geld verloren gegangen, weil die dachten, der würde einen Dollar halten. Mhm. Naja. Obacht, immer Obacht. Ja, niemand in diesem Ökosystem hat Geld zu verschenken. Kann ich nur sagen. Also wenn einem das jemand verspricht, würde ich vorsichtig werden. Wir gehen kurz was wir am Anfang schon angesprochen hatten, NFT-Hype. Der NFT-Hype ist da, würde ich das jetzt von Englischen übersetzen. Hier sehen wir also die Google-Suchtrends vom ersten Jahr, vom Januar bis April, wo das kann jeder für sich selber bei Google nachgucken, da kann man verschiedene Wörter eingeben und suchen, wie oft danach gesucht wurde. Und hier, wir sehen also, gelbe Kurve, DeFi, ist hier meandert hier so im unteren Drittel rum, ist nicht ganz so beliebt bei den Leuten, das interessiert niemanden. Aber NFT, Mitte Februar ging es los, da stieg die Suchkurve bei Google an, bis zum März bei fast... Ich würde jetzt sagen, 60%, das Interesse, Google hat da seine eigenen Algorithmen dahinter, wie die das bestimmen, aber das Interesse war sozusagen bei 50 von 100. Und hier gab es dann den Beeple, das haben bestimmt auch viele gehört, hier Beeple, ein NFT-Künstler, hat bei Christie's ja hat ein Bild versteigert für insgesamt 69 Milliarden Dollar, Millionen. Millionen. Entschuldigt bitte. 69 Millionen Dollar. Und das war schon fast am Höhepunkt des Interesses der Bevölkerung für NFTs.
kurz danach hat es Mitte März die 100% sozusagen des Search, des Suchtrends erreicht und jetzt sind wir immerhin zum Ende des Quartals noch bei 57 gewesen. Aber auf jeden Fall, große Firmen steigen auch bei NFTs ein. Charmin, hier die Toilettenbären, die Toilettenpapierbären, die haben ein Charmin-NFT rausgebracht. Nike bringt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, Sneaker, also Schuhe und Sportschuhe raus, deren Authentizität man mit einem NFT verifizieren kann. Pizza Hut hat in den USA digitale Pizzas rausgebracht. Also zurzeit wird viel gespielt mit den NFTs, es wird viel ausprobiert und ich gehe deswegen mit den beiden Gründern von CoinGecko mit. In meinen Augen ist das wie, die Leute werden angefixt damit. Die wissen nicht, was NFTs ist, die gucken sich es an und dann sind sie eingefangen von dem Ganzen und plötzlich haben sie Ethereum in ihrer Wallet und dann fangen sie an zu spielen. Wobei das natürlich jetzt nützliche Anwendungsfälle sind. Die Frage ist, ob mir jetzt die Authentizität meiner Nike-Schuhe, ob das mir jetzt irgendwie hilft, dass sie wärmer sind und weniger meine Füße drücken und wie das mit der digitalen Pizza ist, ob ich da wirklich gesättigt bin nach dem Verzehr. Wahrscheinlich nicht. Aber zum Beispiel bei den Nikes, das wäre das erste wirkliche, in meinen Augen, interessante, weil diese Schuhe können ja auch schon mal zwischen 100 bis 300 Dollar kosten. Und wenn man da nicht weiß, ob man gerade eine Fälschung bekommen hat und das über die Blockchain verifizieren kann, dass das wirklich echt ist, das finde ich mal einen schönen Ansatz. Aber wir gucken. Wäre interessant zu wissen, wie sie das abbilden und umsetzen wollen. Ne? Genau. Das gucken wir uns nochmal an. In 3 Monaten schauen wir, wie sich die Kurve entwickelt hat. Wir gehen dann aber schon zu unserer letzten Seite. Wir haben ja uns auch schon wieder die ganze Zeit gequatscht hier. Wir gehen noch mal ganz kurz. Ziel von dem Ding, dass wir quatschen. Bitte? Das ist Ziel von dieser Unterhaltung, dass wir quatschen. Ja, genau. Das, weil es das ist kein Tutorial, sondern hauptsächlich das im Vordergrund oder Mittelpunkt steht halt das Gequatsche. Und jetzt haben wir hier wieder ein schönes Bildchen. Wir haben wieder ein sprechendes Bild, genau. Auch diese Seite hatten wir schon in unserem Tutorial 4a uns angeschaut. Hier geht es sozusagen, die Top 10 Börsen werden verglichen mit ihrem Handelsvolumen. Wir haben hier den Januar, den Februar und den März jeweils verglichen zwischen dezentralen und zentralen Börsen. Auch hier sehen wir also, das Handelsvolumen am 1. Januar betrug also 1,21 Billionen Dollar. Es stieg dann auch nochmal an zum Februar zu 1,61 Billionen und dann fiel es etwas leicht ab auf 1,55. Aber insgesamt ist das ganze Handelsvolumen der Top 10 zentralen und dezentralen Börsen im ersten Quartal um fast in über 200% gestiegen, also 204%. Und wir sehen trotzdem weiterhin dezentrale Börsen nur einen ganz kleinen Anteil. Zwar einen ganz kleinen Anteil, aber auch gestiegen. Wie schätzt du 5 bis 8% oder irgendwie so, ne? Sieht es jetzt optisch aus. Also 10% würde ich jetzt sagen, sind es noch nicht. Also hier 6,2%. Okay, na gut, dann lag ich. 6,2 im Dezember, genau, und 7,2 insgesamt halt schon dann im März. Also auch das Handelsvolumen ist am Steigen der dezentralen Börsen. Aber immer noch nicht. Ja gut, das hängt natürlich auch mit da zusammen, wenn ich jetzt über eine DEX swappe, wie du mal sagst, also tausche zu Deutsch, ja. Dann zahle ich halt Haufen Transaktionsgebühren. 56 Dollar, wir haben es vorhin gesehen. Ne? Ja genau, weil die Transaktionsgebühren in den Blockchains halt recht teuer sind. Und wenn ich es auf der Börse selber mache, bin ich da mit wenigen Prozenten dabei. 0,3% habe ich, das ist glaube ich bei Coinbase oder Coinbase Pro, das Handelsvolumen, das ist natürlich unschlagbar, das stimmt schon. Aber dafür halt auch nicht dezentral und auch nicht. Bin mir aber nicht sicher, ob Binance nicht noch günstiger ist. Das kann gut sein. Okay. Und dann kommt nochmal der BNB-Token dazu, da ist man nochmal günstiger. Ja. Also was die Transaktionsgebühren angeht, ist natürlich, oder Handelsgebühren, ist natürlich eine zentrale Börse zurzeit noch nicht zu schlagen. Nur aber bezüglich der Gebühren, bezüglich der Sicherheit bezüglich natürlich der Gebühren. Nicht. Genau. Nur in Bezug der Gebühren, genau. Aber das wird ja auch noch besser. Ein Tod muss man halt sterben. Genau. Entweder dann sterbe ich. Oder billig oder sicher. Ja. Und Sicherheit kostet Geld. Und genau. Machen wir weiter. Kommen noch mehr zum Geld im Report?
Nee, eigentlich haben wir hier das Ende des Reports schon erreicht. Es kommt jetzt hier zum Ende, kommt dann noch ein bisschen nochmal ein Vergleich zwischen den verschiedenen Börsen und also nochmal ein Einblick in die zentralen Börsen und die dezentralen Börsen. Aber ansonsten würde ich den Zuhörern und den Zuschauern vor allen Dingen empfehlen, sich mal ab Seite 33, also die NFT-Zeile anzugucken, den NFT-Bereich. Da sieht man dann, welche Firmen schon im NFT eingestiegen sind und worum es da eigentlich so ein bisschen genauer geht. Und ansonsten kann ich nur sagen, viel Spaß mit diesem Dokument. Genau, und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann kommt in unseren Telegram-Kanal defi-jetzt. Genau, und stellt auch gerne Fragen, das ist ganz wichtig. Nee, wichtig ist das nicht. Mir ist das okay, persönlich ganz wichtig. Das hilft uns natürlich, künftige Themen ein bisschen bedarfgerechter auszuwählen, abzuhandeln und anzubieten, aber olympische Idee ist auch gut, dabei sein ist alles und in diesem Sinne wünschen wir euch was. Genau, bleibt gesund.